ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu 7x sanft bewegt. Heute mit Herz-Kreislauf-Training. Heute wollen wir in Bewegung bleiben. Sanft, mach so mit, wie es für dich okay ist. Wenn du Pausen einlegen möchtest, dann bleib einfach so ein bisschen in Bewegung. Vielleicht nicht ganz stehen bleiben, denn wir wollen ja unser Herz-Kreislauf-System schulen und unseren Puls etwas nach oben bringen. Versuch immer mit mir reden zu können, dann ist dein Puls im richtigen Bereich. Und wenn du möchtest, trink vorher noch ein Glas Wasser und auf jeden Fall nachher ein Glas Wasser. Kannst ja nochmal auf Stopp drücken und ein Glas trinken und dann wieder dazukommen. Wir starten natürlich in der Aufrichtung, Brustbein anheben. Vielleicht kannst du dich noch an gestern erinnern, dieses Korsett unseres Körpers gleich mal aktivieren, indem du den Bauchnabel sanft nach innen ziehst. Das Wort ich sagst, ich mache uns Musik an und dann starten wir auch gleich mit Bewegung. Beine sind hüftschmal geöffnet, ich komme ein bisschen seitlich zu dir. Die Knie etwas anbeugen und wir starten mit Schulterkreisen, ganz locker. Nach hinten. Genau. Immer so groß machen, wie es für dich okay ist. Die Bewegungen. Und jetzt lässt du deine Arme schwingen. Also einmal rechten Arm nach vorne und linken Arm nach vorne. Und versuch ruhig etwas größer zu werden. Schau mal, dass die Knie immer noch nach vorne zeigen, wenn du sie beugst. Schwer fallen lassen. Und dann nimmst du beide Arme nach vorne und gehst nach vorne und wieder hoch. Versuch wirklich nur die Brustwirbelsäule zu beugen, zu strecken. Ganzkörperschwünge machen wirklich so richtig schön warm. Nochmal, mach nur weiter, ich komme zu dir. Und dann nimmst du die Arme nach rechts und links. Schau mal, ich schwing. Rechts, links. Und die Knie zeigen immer noch nach vorne. Beine, die darfst du jetzt etwas weiter auseinandernehmen. Werde größer. Rechts, links. Schwingst du nur mit dem rechten Arm hin und her, hin, her und nur mit dem linken Arm hin und her. Und da darfst du etwas kleiner werden jetzt. Kleiner, kleiner und es wird ein bisschen schneller. Und dann gehst du einfach am Platz. Ganz egal. Wo du jetzt gerade bist, komm irgendwann zu mir zum Gehen. Wichtig ist, dass du leise abrollst die Füße von der Fußspitze auf die Ferse und natürlich ist die Aufrichtung wieder wichtig. Arme gehen mit, neben dem Körper. Sehr schön. Und dann tippst du einfach mit den Fußspitzen nach vorne. Rechte Fußspitze, linke.
klappt. Nimm die Knie mal etwas höher. Hoch, hoch, hoch. Genau. Aufrichten. Nochmal vorne tippen. Tippen. Knie höher. Tippen. Höher die Knie. Nochmal tippen. Knie hoch. Bleib da. Schau mal. Komm so ein bisschen weiter nach außen. Knie hoch. Nimm die Ferse hinten hoch. Gut. Und den Oberkörper leicht mitnehmen, von rechts nach links. Lass die Arme ganz locker rechts und links schwingen. Dann tippe noch mal außen auf. Und beug die Arme, schau mal. Nur beugen und strecken. Und verändere den Schritt ein bisschen, wenn es geht. Machst du einfach so einen Schritt zur Seite. Und tippst an den Fuß ran. Atme weiter. Bleib in Bewegung. Zwei noch. Zwei Schritte zur Seite. Probier's. Das Ganze viermal jetzt. Vier Stück. Eins, zwei, drei. Und wechseln. Und wechseln. 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 Ohne Arme mal. Und. Und. Nochmal und das Ganze jetzt zweimal. Eins. Super. Wird schon wärmer.
schmeckt immer noch. Nochmal einen Schritt. Einen. Ganz locker lassen. Und wir gehen am Platz. Da wirklich leise abrollen. Bleib einfach in Bewegung, geh weiter. Wenn wir jetzt die Arme dazu einsetzen, wirst du merken, dann kann dein Puls auch ein bisschen höher gehen. Wenn es dir zu viel ist, lass deine Arme einfach weg, okay? Nimm die Arme mal zur Seite, wenn du möchtest. Geh weiter und versuche jetzt mit den Armen einfach Kreise zu machen. Kreis nach hinten. Wird schon anstrengender, oder? Kreis nach vorne und komm nach vorne ein Stück. Vor, vor und zurück. Nach hinten. Nach vorne. Vorsicht, nirgendwo drüber stolpern. Zurück. Nochmal vor, zurück, letztes Mal vor, zurück, hier bleiben, locker lassen, mal ganz locker schütteln, am Platz einfach bouncen, Knie beugen, strecken. Die Arme gehen mit nach vorne und zurück. Vorrück, wirklich schieben. Nochmal. Beine ein bisschen langsamer. Kraftvoll nach vorne. Nach oben. Nach vorne. Nach oben, nach vorne, nach oben, nach vorne, viermal hoch, vor, nochmal hoch, vor. Letztes Mal hoch, vor und gehen. Super, Arme wieder locker, Fußspitzen nach außen, dreh die Hüftgelenke aus. Jetzt gehst du nur mit dem rechten Fuß raus, rein, raus, rein. Bisschen langsamer. Raus, rein, raus, rein, raus, genau. Links, raus, rein. Lass den Puls ein bisschen nach unten. Mal wechseln. Wechseln. Wechseln.
und rechts nach vorne. Derselbe Schritt, nur nach vorne. Wechseln. Wechseln. Sehr gut. Können wir da ein bisschen die Richtung verändern? Wechseln nochmal rechts. Schau mal. Einfach in die Ecke nach vorne. Wechseln. Soll ich mit dir mal mitmachen? Immer weitermachen. Wechseln nochmal in die Ecke. Mach weiter. Ich komme zu dir. Wechseln. Besser. Einfacher, gell? Nochmal wechseln. Rechts. Wechseln. 4, 3, 2. Und nochmal wechseln. Hier. Bleib mal da. Bleib da. Und jetzt wechseln. Super. Und jetzt trauen wir uns. Zweimal rechts. Zweimal. Darüber. Und das Ganze immer nur einmal. Wir probieren es. Einmal. Einmal. Alleine. Alleine. Puh. 8, 7, 6, 5. 4, 3. Und das Ganze wieder nach vorne zu mir. Vorne. Einmal den rechten, einmal den linken Fuß. Nach vorne. Super. Am Platz gehen. Einatmen. Und aus. Ein. Und aus. Arme halten, dann außen. Stopp. Und beugen. Hier. Einfach weitergehen. Hier. Jetzt kommt ein kleiner Test. Bist du dabei? Nochmal. Vorne. Beugen. Hoch. Nochmal in dem Tempo. Ein bisschen schneller. Ab, ab, hoch. Seite. Vor. Beugen. Hoch. Und Seite. Vor. Beugen, hoch und Seite. Gut. Letztes Mal. Halten und lösen. Einfach ganz locker die Füße abrollen. Von der Fußspitze auf die Ferse. Abrollen, genau.
gleich die Venenpumpen aktivieren, die Waden. Und hier so dich wegdrückst mit den Waden. Das Blut zurück in den Körper, Kreislauf pumpen. Vier noch. Vier. Drei. Und gehen. Einen Endspurt. Nur wenn du willst. Entweder gehst du hier weiter, ziehst die Knie höher oder du wirst ein bisschen schneller und trippelst am Platz. Okay? Muss nicht. Du kannst auch weitergehen, aber die Knie jetzt höher ziehen. Eine Minute, ich schaue auf die Uhr. So ein bisschen den Puls nach oben bringen. Aber immer so, wie du dich wohlfühlst. Sekunden haben wir schon. Weiter, weiter. Schaffen wir. Halbe Minute noch. Immer noch. 15 Sekunden. Geht noch die letzten Sekunden, 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1 und locker dich aus, fleißig, sehr schön. Wirklich richtig ausschütteln, die Beine, die Arme. Mach weiter, lockern. Immer noch in Bewegung bleiben, wichtig. Nicht ganz stehen bleiben, sondern weitergehen. Nach vorne kicken. Und jetzt die Ferse nach vorne. Im Wechsel rechts, links. Halte ein Bein vorne, halte ganz geraden Rücken tief. Stütze dich auf die Oberschenkel, am besten immer die Fingerspitzen parallel oder nach außen, sonst dreht man die Schultern so ein. Streck das Knie, geh noch ein bisschen tiefer. Vielleicht noch eine Etage tiefer. Und langsam aufrichten. Das Bein nach hinten nehmen. Und die Arme zur Seite. Fußspitzen zeigen in eine Richtung. Becken schiebt nach vorne. Spür die Dehnung. Brustmuskeln. Hüftbeuger. Ganz langsam wieder lösen, andere Seite, gerader Rücken, Knie strecken, Schultern zurück, tiefer, Bein zurück, Fußspitzen in eine Richtung, Becken nach vorne schieben, vielleicht die Arme etwas höher, wie es angenehm ist. Genau.
Morgen werden wir Gelenke bewegen. Also sei wieder dabei. Die ganze Challenge oder Reihe findest du auf meinem YouTube-Kanal in den Playlists. Wieder lösen. Einatmen. Und aus. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Ein. Noch einmal und jetzt streckst du dich ganz lang. Räkelst dich, beugst und streckst die Knie. Wenn du Lust hast, mich zu unterstützen, der Link ist unter dem Video, nennt sich Steady, deine Unterstützung. Vielen Dank, die, die es bereits tun, mit 2,50 Euro im Monat zum Beispiel, könntest du meine Arbeit wertschätzen. Einatmen und ausatmen, auslockern. Vielen Dank fürs Mitschwitzen. Denk jetzt wirklich an ein Glas Wasser nachher, dass du noch mal ein bisschen Wasser trinkst, wenn es dir gefallen hat. Es gibt übrigens auch eine ganze Playlist mit Cardio-Trainings. Es gibt ganz viele verschiedene Playlists und Themen, Challenges oder verschiedene Übungsreihen. Geh auf meinen YouTube-Kanal, da findest du sie. Kannst auch auf die Infopunkte oben gehen, da sind Videos, die dir auch gefallen könnten. Oder unten abonnieren, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast und du mitbekommen möchtest, wenn ich wieder ein neues Video online lade. Oder ganz einfach bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon.